So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blumenverzweiflung. Ich meine, wir haben hier so eine schöne große Fläche. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt gut ist, hier mitten im Wasser so eine riesige Blumenfläche anzupflegen. Hätte eher so eine große Wiese, aber ist nichts, was irgendwie anbietet. Außer halt die Fläche da, wo unsere Farm ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas wächst. Ach, dammit. Was machen wir am liebsten? Wenn ich jetzt nämlich hier mit Bäumen rangehe, dann... Wir brauchen einfach ganz, ganz viele Blumen. Und mir will nicht einfallen, wie wir das hinbekommen. Ich dachte, sondern müssen wir so erstmal auf eine Blumentour gehen. Oder halt, ich muss doch ein bisschen Chili einlegen. Ich sag, apropos, können eigentlich auch mal hier wieder ein paar Kaktusse kacken. Denn grüne Farbe brauchen wir auch. Wie können die Kaktusse nicht alle ausgewachsen sein? So lange, wie wir die schon nicht mehr eingepflanzt haben, geerntet haben. Oh, und wir müssen ihn einzeln. Das ist ja deprimierend. Aber ein paar Kaktusse. Okay, das ging relativ easy. Leider gibt es keine so eine gute Methode mit roten Blumen. Hatten wir nicht irgendwo mal ganz viele Blumen? Ach, hier haben wir Blumen. Ja, guck mal, aber... Aber auch alles außer Rot. Ich würde tatsächlich gerne mal zwei Dwarfs bauen. Direkt für Blumen. Es müssten ja 8 verschiedene Blumenarten sein. Das heißt, 2 Vierer Dwarfs müssten genau funktionieren. Das klingt machbar. Herr Nachbar. Haben wir noch Holz? Dschungelholz? Nö. Nee. Also, wir brauchen 8 Kisten, also 64. So. Jetzt brauchen wir Pine Wood. Das wir hier nicht haben, weil es bei unserem anderen Haus ist. Dankeschön. So. Achso. Brauchen wir ein anderes Rezept? Genau, 5-mal. Das heißt, wir brauchen 10-mal Pinewood. Haben wir noch Pinewood? Nö. Das ist ja peinlich.
So, ja, du nach da, du nach da, du nach da, du nach da, I don't know. Und da. Ah, bekommen wir gleich vier. Ach ja, stimmt, aber mehr vier Kisten verwendet. Ja, gut. Ja, gut. Das wusste ich. Das war mir völlig klar. Das habe ich genauso berechnet in meinem Kopfgehirnprozess. So, die Frage ist, wie mit diesen Dingern. Ich meine, wir könnten jetzt einfach spaßenshalber hier in die Mitte klatschen, aber. Nee. Ich glaube, ich packe die mal hier so hin. Ein bisschen viel am Platz. Oder wir nehmen gar keine Dor und klatschen einfach hier unten mit hin. Ganz ehrlich, wir haben ja hier sowieso schon ganz viele Blumen. Dann waren die Tor zwar auch jetzt alle komplett umsonst, danke dafür, aber hey, was soll's. Weil ja, wir haben eben da auch Pflanzen. Ja, komm, ich klatsche die ganzen Blumen einfach hier mit hin. Das macht doch einfach am ehesten Sinn. Warum ist eigentlich mein Scheiß-Inventar so kacke voll? Du da, du da. Du da, du da, du da. Da, da. Da. Jo. Jetzt würde ich mal sagen, gibt es irgendeine sinnvolle Reihenfolge? Ich probiere mal irgendeine sinnvolle Reihenfolge zu reihenfolgen. Aber irgendwie gibt es da nicht wirklich eine sinnvolle Reihenfolge. Ach, scheiß was drauf. Hey. Da, du kommst noch da, so, du kommst raus, du kommst raus, du kannst da bleiben, du kommst raus, du kommst wieder hin. Du kommst noch da. Du kommst noch da, du noch da, du noch da. Macht das Sinn? Ich wirklich. Hab ich noch Blumen? Nö. So, 7 rote, 70, 120, 70, 144, 27. Ah, okay, Orange haben wir doch nichts mehr. Ja, brauchen wir also wirklich bloß Rot kultivieren. Blau haben wir en masse. Grün ist Kaktus, haben wir auch en masse. Wir brauchen also wirklich bloß Rot kultivieren. Dann, nehme ich jetzt die 7. Klatsche die auch noch bei uns irgendwo hin. Dann nehmen wir uns einen Stapel vom Chili, machen daraus erstmal Farbe. Bis die sich die roten Latzen hoffentlich ein bisschen verbreitet haben. Brauchen Pflanzen noch Licht? Ist nirgendwo Licht. Alles überschattet von Bäumen oder Dach. Ist doch Kacke. Kommst einfach dahin. Können wir also die Orangen doch auch einsammeln? Kommt da Rot mit hin stattdessen? Sollte genug Rot sein. I don't know. So, okay. Wir brauchen Rot. Sonst sind wir tot. So. Dann nehmen wir uns mal einen Stapel Chili. Dankeschön. Das können wir jetzt einfach eins. Ach so, scheiße. Können wir jetzt einfach eins hier reinfeuern. Bam. 99 mal rote Farbe. Ist auch mal ein Geschenk. So. Wir haben Rot, wir haben Grün, wir haben aber kein Blau. Warte kurz. Blau.
Das sollte reichen. So, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Aber wir brauchen, also das brauchen wir für das andere Haus dann bald wieder. Glaube ich, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. So genau. Du kommst da rein, du kommst da rein. Achso, siehst du, Kaktus kriegen wir auch vier, ne? Eigentlich kriegen wir nur ein? Können wir das jetzt überall extrahieren, vier raus? Das ist ja schon ein bisschen wenig. Ah ja, okay. Oh, man kann sich den Kaktus verbauen, wir in die. So, dann haben wir alle Farben 80 Mal. Sollte erstmal reichen. Dann können wir ordentlich Farben generieren. Bam. So. So nämlich. Jetzt haben wir ordentlich was an Farbstoff dabei. Alles, was wir noch brauchen, ist Weiß. Und Weiß hatten wir ja ordentlich Farbstoff hier über. Da haben wir ja hier einen Stack. Und dann hatten wir noch. Hä? Ach, lieber Schwarz hatten wir zwei Stacks. Ah, verdammt. Warum haben wir so viel Schwarz, Alter? Gut, aber 80 mal Weiß müsste auch erstmal reichen. So viel wollen wir jetzt auch wieder nicht machen. Wir brauchen. Ach nee, halt, irgendwas brauchen wir, brauchen wir noch was anderes. Wir brauchten doch. Gott, was waren das jetzt denn? Irgendwas brauchten wir doch speziell. Nee, das, oh Gott, wir brauchen. Cyan gegen. Magenta gegen. Magenta. Ach, gelb ging nicht. Gelb konnte man nur über Pflanzen bekommen. Ah. Gelb haben wir aber auch ein bisschen. Oh, nee, gar nicht mal so viel. Okay, können wir zumindest. Zwiebel? Da kommt doch kein Gelb raus. Also was auch immer da rauskommt. Ist bestimmt nicht gelb, sondern eher so höchstens bräunlich, matschig, suppig. Ich weiß ja nicht. Boah, da ist doch mal eine Menge. Das ist doch mal. Let's go. Ah, komm. Scheiß was drauf. Da mit 1200 von. Da ist alles egal. So. Was ich auf jeden Fall gerne mal machen würde jetzt gerade, wenn wir schon mal da, gerade dabei sind, hier ein bisschen rumzugeistern, dann nutze ich mal den Gunst der Stunde, gehe mal kurz zu unseren Feldern und ernte einmal Chili und rote Beete komplett. Weil kann nicht schaden. Ja, komm, verpiss dich hier. Ronnies haben Vorfahrt. So, müsste beides auf der Seite sein. Rote Beete, rote Beete, hier haben wir schon mal Chili. Ja. Ah, und direkt nebenan rote Beete. Passt doch. Entschuldigung. Wollte ich gar nicht. Oh, schon haben wir wieder 100 Chili zurück. Bam, easy. Oh, rote Beete bekommen wir gar nicht so viel. Was? Ich habe gerade mal ein Plus von, ja, von 35 bekommen. Also 34 genau. Wir hatten 36 Felder und haben jetzt 70. Das ist ja richtig gar nichts. Wow. Also wird dann wahrscheinlich doch eher Chili unsere.
Ich meine, wir haben beides da, so können wir auch mal beides machen, aber wie gesagt, wenn wir gerade mal 34 rausbekommen, ist das definitiv ergiebiger. Dass man so Automate keine rote Farbe machen kann, ja? Oder kann man? Nee, ne? Rote Beete, Chili und das war's. Tomate oder so nicht. Sad. Gibt so viel was Rotes, ja? Erdbeeren, Tomaten. Ja. In dem Spiel sogar Äpfel. Gut, die Schale zumindest. Aber ich meine, wenn man aus Zwiebeln gelb bekommt, dann wird man ja wohl auch aus Tomaten rot bekommen. Also, ich bitte euch. Gut. Ach. Okay, jetzt haben wir gelb und die andere Farbe können wir auch mischen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal ein bisschen ziehen, bis der Arzt kommt. Das heißt ungefähr 40. Und dann mischen wir uns ziehen. Hä? Jetzt ist der Magenta. Mischen wir uns noch ziehen. Auch bis der Arzt kommt. So. Dann haben wir alles mindestens 40 Mal. Das sollte reichen. Jetzt brauchen wir noch einen Arsch voll von diesen komischen Blöcken, die echt am Arsch sind. Können wir da alles an Holz nehmen oder ist nur das eine Holz? Ah, wir brauchen das spezielle Holz. Also wirklich, das ist dieses normale Apfelbaumholz. Gut, dann nehmen wir da so ein Stack mit und dann müssten wir eigentlich alles haben, was. Hä? Ich hab doch Chili reingepackt. Bin ich jetzt dumm? Dann halt nochmal. So. Oh, schon habe ich Hunger. Kaum ist der Chili weg, macht der Körper schlapp. So. Genau, dann haben wir jetzt alles. Ab. Digga, kam hier alles an. Oh, lässt ihn vorbei. 14.000, das ist doch gar nichts. Haben wir überhaupt was? Ich weiß gar nicht. Glaube nicht. Na egal, kann auch bleiben. So. Schnauze. Jetzt ist die Sache folgende. Wir haben gesagt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal rot. Das kriegen wir doch hin. Oder auch nicht. Wir nehmen mal. Ja, komm hier. So. Wood. Das. Hä? Ich mach's halt manuell. Ach nee, halt. Wir müssen ja erstmal. Oh Gott, wir müssen ja erstmal das hier machen. Ja, gut. Da, so, wir brauchen viermal. Achtmal. Perfekt, perfekt. So. Rot. Rot kommt einmal dahin, 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 passt. Und dann einmal dahin, 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 da, da. So, als nächstes kommt dann Gelb. Da brauchten wir auch 8. Wieso habe ich den jetzt da hinten hingestellt? Nee. Wobei. Okay.
Ne, halt doch alles richtig. Alles richtig. Jetzt war ich gerade ein bisschen dumm. Dachte gerade, die Seite war die Seite hier. So, wobei ich sogar was richtig. 1, 2, 3, 4. Ah, ich glaube, da müssen wir sogar nochmal und dann nochmal rot hin, ne? Wenn wir das hier vervollständigen. Ja, da muss auch nochmal rot hin. LOL. Ah, super. Also erstmal gucken, ob wir hier überhaupt noch nicht, dass wir noch welche Sachen drin haben. Oder irgendwas doppelt und moppelt gemoppelt, moppelt machen. Doppelt gemoppelt machen. So. Aber sieht nicht so aus. Okay. So, okay. Das heißt, haben wir schon mal gelb. Jetzt kommt grün. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch 8. Das zieht sich ja hier durch wie ein roter Faden. Wobei, nee, halt, da brauchen wir 11. Also brauchen wir 12. Obwohl 11 geht halt nicht. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deine Mutter ist vorbei. Also alles vorbei hier. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Genau. Das passt. Und da. Das passt auch. Jawohl, jawohl. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Jetzt haben wir natürlich einmal zu viel. Egal. Also den können wir nicht oben reinpacken. Ohne Platz. Blau. 1, 2, 3, 4. Hier ist 5. 6, 7, 8. Natürlich 9. Natürlich einer zu viel. Ach, ist doch Kacke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Danke. Ist doch Sion, ist doch nicht blau. Ah ja, genau, Sion ist doch richtig. Habe ich gerade blau gesagt? Ich habe blau gesagt, ne? Ja, nee, aber wir brauchen Sion. Sion ist korrekt. Ah, uns geht jetzt Holz aus. So, Cyan, 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 Cyan. Jetzt kommt nämlich Blau. Ah, wir brauchen erstmal Holz. Siehst du eigentlich, können wir auch ein bisschen was von dem Holz rekombinieren, was unten rumliegt, in den diversen Zuständen hier. Oh, wir haben sogar noch 23 Holz. Ha! Ja, alles, 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 alles. Bam. Easy. Gefickt. 2, 3, 4. Ganz ehrlich. Und ich doch hier mal auf. Ah, guck mal, siehst du, hier haben wir nämlich noch. Aha. Siehst du? Bumm. Passt trotzdem nicht, ne? Verdammt. Heben wir aber trotzdem auf. Man kann nie wissen. So, dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Bevor wir hier unnötig Baumstämme zersägen. Das macht ja auch keinen Sinn. So, jetzt haben wir Blau. Genau. Blau, haben wir Blau? Haben wir jetzt Blau? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben das war Cyan. Wir haben noch keinen blauen Farbstoff gemacht. Okay, dann machen wir noch schnell welchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Jetzt wird schon wieder dunkel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Danke. So, bam, bam. So, das wird nur noch ein bisschen magenta. Und wie vermutet, einmal rot. Das ist doch kacke. Jetzt brauchen wir echt noch einmal rot und brauchen einfach nochmal ganze 4 Stück. Haben wir echt kein Rot mehr? Verdammt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Hast ja gewonnen. So. Oh, nur noch Magenta. Wie viel eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, natürlich 4, natürlich wieder 9. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Ha! Ausgeätscht und angeätscht. Ja! So. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, Magenta. Es wird schon wieder dunkel in Berlin und Brandenburg. Aber so ein Sonntag sieht schon schnieke aus. Das kann man schon machen. Gut, erstmal umgehen. Was? Lass mich schlafen, du Wizard! So, dann gucken wir uns mal ganz kurz an, ob das Ganze jetzt auch richtig ist. Da ist Rot, Gelb, Grün. Ach doch, sieht alles korrekt aus. Ja, ist ein einheitliches Bild. Das sieht alles korrekt aus. Oh mein Gott, wie haben wir das geschafft? Digga, das ist die Arbeit eines Gottes. Ich glaube, ich habe richtig einen Gottesstaat. Ja, gut. Ich meine, solange der Gottesstaat Hatsune Miku anbietet und keinen Terroranschlag macht, easy. Bin ich voll dabei. Bei allem anderen nicht so, ist nicht so ganz so mein Lebensstil. Mein Lebensstil ist eher vom Rechner her sitzen. Aber gut. So, jetzt haben wir hier unten schönes Kirschrot und hier oben schöne Regenbogen. Tja, eigentlich müssen wir hier überall Neonkätzchen hängen, ne? So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Was für ein wie gestalten wir das Ganze? Ich würde sagen, darüber machen wir uns in der nächsten Folge Gedanken. Bis dann.